Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und überhaupt für die Einladung in das Hauptstaatsarchiv. Juristen haben nicht so häufig Gelegenheit, mit Archivalien zu arbeiten, ihnen nachzuforschen. Umso interessanter, wenn es dann einmal geschieht. Ich möchte mit einem kleinen Punkt des 11. August 1919 beginnen, also an dem Tag, als Friedrich Ebert die Reichsverfassung, die Originalurkunde der Reichsverfassung unterzeichnete. Wir haben eben ein Faksimile der letzten Seite gesehen und damit ausfertigte und damit den Weg frei machte für die Verkündung und das Inkrafttreten schon drei Tage später, die kürzestmögliche Frist, die für solche Schritte rechtlich eigentlich vorgesehen sind. Die Unterzeichnung, die Ausfertigung der Verfassung fand nicht in Weimar statt. Vielleicht haben Sie das, die Ortsangabe eben gesehen auf dem Faksimile, sondern im etwa 50 Kilometer von Weimar entfernten Schwarzburg, völlig unspektakulär, ohne Pomp und Protokoll. Es gibt nur ein Foto von Ebert kurz nach der Unterzeichnung der Verfassung, aber keine fotografische Überlieferung des Unterzeichnungsaktes selbst. Und in Schwarzburg deswegen, weil Ebert sich dort einige Tage zur Erholung aufhielt. Das war's. 11. August 1919, ohne Pomp und Protokoll. Auch sonst, wenn Sie die zeitgenössischen Dokumente nehmen, wurde der Tag kaum als tiefer Einschnitt wahrgenommen, obwohl er es doch war. Das hätte eigentlich auch den Zeitgenossen klar sein müssen, ja? Aber die waren so erschöpft vom Ersten Weltkrieg, von den Unruhen danach, von materieller Not, dass dieser Tag fast unterging. Und noch etwas, die Nationalversammlung löste sich nicht auf und die Mitglieder zerstreuten sich wieder über ganz Deutschland, sondern die Nationalversammlung amtierte bis zur ersten Reichstagswahl im Juni 1920 als Reichstag. Hatte auch schon zwischendurch Gesetze erlassen, war also ein provisorisches Parlament. Das stand so in der Weimarer Verfassung. In den Jahren nach 1919 debattierte der Reichstag immer wieder darüber, ob der 11. August als Verfassungstag zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt werden sollte. Alle Debatten endeten ohne Ergebnis. Es ist richtig, was Frau Oberst eben gesagt hat, und das gilt auch noch heute. Feiertagsrecht war damals und ist heute Ländersache, aber das gilt nur sehr eingeschränkt für solche Feiertage, die bundesweite, damals reichsweite Bedeutung haben. Es ist heute anerkannt und war es damals auch, dass selbstverständlich der Bundes, damals der Reichsgesetzgeber, solche Feiertage erklären kann. Der 3. Oktober, den wir heute haben, ist nicht etwa durch übereinstimmendes Landesrecht zum Feiertag geworden, sondern durch Bundesrecht, durch das Gesetz zum Einigungsvertrag. Und deswegen debattierte auch der Reichstag in der Weimarer Republik immer wieder über die Frage, ob von Reichswegen durch ein entsprechendes Gesetz der 11. August zum gesetzlichen Feiertag erklärt werden sollte. Ohne Ergebnis, wie gesagt. Unabhängig davon gab es an den Jahrestagen der Verfassung mit wechselnder Konjunktur bis hinein ins Jahr 1932 vor allem gesellschaftlich organisierte Feste und staatliche Festakte. Allerdings, und das spielte in der gesamten Weimarer Republik eine Rolle, der 11. August musste heftig mit anderen Gedächtnistagen der deutschen Kollektivseele konkurrieren. Ich werde die vielleicht später noch mal kurz nennen. Und zu keinem Zeitpunkt der Weimarer Jahre konnte sich der 11. August als symbolischer Ausdruck der neuen Gestalt von Staat und Verfassung durchsetzen. Angesichts der insgesamt fragilen Akzeptanz der Verfassung war das nicht überraschend, sondern eher bezeichnend. Was lässt sich nun anhand der Geschichte
des Weimarer 11. August und seines wenig gewürdigten symbolischen Gehalts über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft und Parteien zur Verfassung erfahren. Meine These lautet, der 11. August steht für eine verpasste Chance, einen symbolischen Fixpunkt der Republik hervorzuheben, wie überhaupt republikanische Potenziale zur Festigung der Verfassung sogar von den Republikanern, von den überzeugten Republikanern häufig übersehen, nur halbherzig geltend gemacht oder sogar verspielt wurden. Ich werde das später erläutern. Wir haben uns angewöhnt, die Weimarer Verfassung von ihrem traurigen Scheitern her zu sehen. Wenn wir an Weimar denken, denken wir fast mehr an 1933 als an 1919. Und wir denken natürlich daran, dass die Weimarer Verfassung dem Sturm von links und rechts erlegen ist. Wir sollten uns klar machen, dass das nur ein Teil der Historie ist. Als die Verfassung in Kraft trat im Jahre 1919, gab es auch viel Aufbruch, viel Neues. Und die Weimarer Verfassung war eine extrem moderne Verfassung, eine konsequent demokratische Verfassung. Als Jurist würde ich sagen, eine wunderbare Verfassung. Nur die Gesellschaft passte nicht ganz zu dieser Verfassung. Ja? Auch dazu werde ich später noch einmal kommen. Also die Weimarer Verfassung hatte gewaltiges Innovationspotenzial und Entfaltungsmöglichkeiten. Und das geht in dem großen Schatten des Jahres 1933 häufig unter. Gleiches gilt aber auch nach meinem Eindruck für die Schwächen, für die Vorbehalte und für das Versagen ausgerechnet der Republikaner in der Weimarer Republik. Bleiben wir beim Weimarer Verfassungstag, wie er damals manchmal, allerdings nicht sehr häufig genannt wurde. Der 11. August 1920, der erste Jahrestag der Weimarer Verfassung, dieser Tag verging völlig ohne offizielle Feiern und größere öffentliche Wahrnehmung. Im Dezember 1919 hatte zwar das Reichskabinett schon darüber debattiert, ob der 11. August zum gesetzlichen Nationalfeiertag erklärt werden sollte, aber ohne Ergebnis. Im Dezember 1919 verständigte sich das Reichskabinett auf eine vielsagende Begründung, warum man das nicht tat. Die ist so vielsagend, dass ich sie an dieser Stelle erwähnen möchte. Ein Verfassungsfeiertag, so die Protokolle, könne zwar geeignet sein, ausländische Zweifel am Bestand der demokratischen Staatsform in Deutschland zu beruhigen, aber die nationale Erniedrigung durch die Weltkriegsniederlage und den Versailler Vertrag böten keinen Anlass zur Einführung eines Nationalfeiertags. Die Begründung war fadenscheinig. Vielleicht sogar mehr als das. Hätte in all dem Negativen, Versailles, materielle Not, der verlorene Krieg, hätte nicht immerhin das Feiern des in der Staatsform durchgreifend modernisierten Reichs nicht gerade ein positiver, zukunftsorientierter Orientierungspunkt sein können? Das denken wir heute. Für uns liegt das nahe. Es bewegte sich aber ganz offenbar außerhalb des Horizonts der damaligen Zeit. Zu drückend waren die inneren und äußeren Belastungen und Nöte. Noch einmal ein Jahr weiter, 1921. Am 11. August 21 ließ die Reichsregierung ein erstes Mal ihre Gebäude in der Berliner Wilhelmstraße schwarz-rot-gold beflaggen. Die Landesregierung verhielten sich unterschiedlich, die meisten machten gar nichts. Das Opernhaus unter den Linden in Berlin war Schauplatz eines Festaktes der Reichsregierung. Reichspräsident Ebert nahm teil. Reichskanzler Josef Wirth vom Zentrum hielt die Festrede. Es gäbe keinen Anlass zu lauten Feiern. Immerhin aber die Hoffnung, wörtlich Wirth, einst in einem glücklichen, gesicherten und freien Staatswesen einen frohen Festtag des gesamten Volkes feiern zu können. Am 11. August 1922
nahmen die Feiern einen Aufschwung, traurigerweise 2 Monate nach der Ermordung des Reichsaußenministers Walter Rathenau. Aber diese Ermordung hatte zum ersten und vielleicht sogar schon zum letzten Mal in der Weimarer Republik einen gewaltigen Aufschwung für die republikanischen Kräfte gebracht, gewaltige Demonstrationen für die Republik. Und Sie kennen alle die berühmten Worte des Reichskanzlers Wirth im Reichstag bei der Trauerfeier für Rathenau, verkürzt: Der Feind steht rechts. Und im Anschluss an diese Ereignisse im Juni 1922 diskutierte man wieder einmal über die Frage, ob nicht von Reichswegen der 11. August als Verfassungstag zum Feiertag erklärt werden sollte. Das scheiterte wiederum. In größerem Umfang wurde dennoch im August 22 an die Unterzeichnung der Verfassung erinnert. Der Festakt der Reichsregierung fand erstmals und von diesem Jahr an bis 1932 im Reichstag statt. Reichspräsident Ebert rief das Volk dazu auf, den Verfassungstag zu feiern und das Deutschlandlied von Hoffmann von Fallersleben als Nationalhymne zu verwenden. Übrigens, auch ein solches Staatssymbol hatte die Weimarer Republik offiziell bis dahin nicht. Und das, was Ebert sagte, war auch nur eine Empfehlung. Die auffallende Zurückhaltung insgesamt der Staatsorgane zum Verfassungstag auch 1922 begleitete im Übrigen das Reichsinnenministerium mit dem Hinweis, es sei, Zitat, größte Zurückhaltung gegenüber der Öffentlichkeit angebracht. Man wolle nicht den, jetzt wieder wörtlich, Eindruck einer einheitlich von der Reichsregierung aufgezogenen gewaltsamen Hervorhebung des Verfassungstages erwecken. Auch das wirkt merkwürdig. Die Regierung wollte für die Republik werben, deren Feinde aber nicht provozieren. Glaubte jemand, man könne das eine ohne das andere haben? Und hätte nicht gerade die Republik selbstbewusst und wehrhaft sein müssen? Die damaligen Republikaner konnten sich dazu nicht aufschwingen. Interessanterweise stellte im Jahre 1922 dem offiziellen Festakt die SPD eine Feier der Partei zur Seite. Redner war der Strafrechtsprofessor und kurzzeitige Reichsjustizminister Gustav Radbruch. Und ich zitiere aus seiner Rede: Wir Vaterlandslosen, eine Anspielung auf die Diffamierung der Sozialdemokraten im Kaiserreich, feiern unser schwarz-rot-goldenes Vaterland. Wir lieben es. Die Verfassung ist uns ein unsichtbares Vaterland. Der 11. August, der Feiertag des Volkes, wie der 1. Mai, der Feiertag der Menschheit ist. Die rote Fahne der Menschheit, die schwarz-rot-goldene Fahne des Vaterlandes, für uns sind sie unzertrennlich. Soweit Radbruch. Es war charakteristisch, dass diese frühe Ausrufung eines, ich würde es so nennen, Verfassungspatriotismus, wir lieben unser Vaterland und die republikanische Verfassung, von einer Partei ausging, einem gesellschaftlichen Verband unter vielen, in einer Rede von offiziellen Repräsentanten des Staates, etwa des Reichspräsidenten, im Namen des gesamten Volkes, wäre dies in den 20er Jahren kaum denkbar gewesen. Seit 1924 trat übrigens ein nichtstaatlicher republikanischer Propagandist der Feierlichkeiten, den eher trockenen Feierlichkeiten der staatlichen Organe zur Seite. Ich meine das Reichsbanner, gegründet von Sozialdemokraten sowie Vertretern des Zentrums und der Deutschen Demokratischen Partei. Gegründet wurde das Reichsbanner als Bund republikanisch gesinnter Kriegsteilnehmer. Seit 1924 veranstaltete dieses Reichsbanner an jedem 11. August in vielen großen Städten Feiern mit Massenveranstaltungscharakter. Auch das gefiel nicht allen. Der bayerische Ministerpräsident, der 1924 eingeladen war, schlug die Einladung zur Teilnahme am Fest in München wegen, Zitat, Arbeitsüberlastung aus. Arme Republik, deren Ministerpräsidenten wegen Arbeitsüberlastung nicht zu einer solchen Feier kommen können.
1932, ich mache einen Sprung, bei der letzten Erinnerung an den 11. August 1919 spiegelte der Verlauf der staatlichen Verfassungsfeier in Berlin den Niedergang der Republik wider. Reichskanzler Franz von Papen unterließ schon in seiner Begrüßung das zur Tradition gewordene Hoch auf die Republik. Er ließ es einfach weg. Und der dann folgende Innenminister Wilhelm von Geil, DNVP, gab dem Verfassungstag eine Beerdigung dritter Klasse. Zitat: Alle Versuche, den Verfassungstag zu einem gemeinsamen volkstümlichen Festtag zu gestalten, sind bisher fehlgeschlagen. Es genügt, offen zu bekennen, dass die Verfassung nicht einigt, sondern trennt. Ende. Das war offensichtlich schief. Nicht die Verfassung spaltete, sondern diejenigen taten es, die die Verfassung durch extensive Nutzung außerparlamentarischer Handlungsmöglichkeiten zur Grundlage halbautoritären Regierens im Jahre 1932 denaturiert hatten. Und dann hatte es eine traurige Folgerichtigkeit, wenn der Reichsinnenminister jeden Versuch, sich mit der Verfassung als Grundlage gesellschaftlichen und politischen Zusammenwirkens zu identifizieren, etwa im Sinne des Radbruchschen Aufrufs zu einer Art von Verfassungspatriotismus, nicht nur eine Absage erteilte. Wenn man die Worte des Reichsinnenministers sich genau anschaut, dann hielt er so etwas auch für unmöglich. Eine Preisgabe der Republik unter vielen anderen im Sommer 1932. Gehen wir zurück in das Jahr 1923, als sich die prekäre Demokratie erstmals in einem wirklichen, bei allen kleinen Krisen seit 1918-19, aber wirklich in einem extremen Krisenmodus befand. Hyperinflation, extreme Landesregierungen, die französische Besetzung des Rheinlandes, die heute beim Rückblick häufig vernachlässigt wird, aber damals in der politischen Diskussion und politischen Lage eine sehr große Rolle spielte. Über das Fest der sozialistischen Jugend 1923 in Nürnberg haben wir schon einiges erfahren. Ein paar Bemerkungen möchte ich da noch hinzufügen. Der Veranstalter, die Sozialistische Arbeiterjugend Deutschlands, war ein ziemlich neuer Verein, erst 1922 hervorgegangen aus zwei konkurrierenden sozialistischen Jugendvereinigungen, die sich im Zuge der Wiederannäherung von MSPD und USPD zusammenschlossen. Der Vorsitzende Max Westphal blieb nach 1933 in Deutschland, emigrierte nicht, wie so viele Sozialdemokraten. Er wurde mehrfach ins KZ geworfen und starb als völlig gebrochene Person 1942. Der Westphal, der die Einladung an die bayerischen Minister unterschrieben hat, Nachfolger von Westphal, der bis 1926 amtierte als Vorsitzender der Sozialistischen Arbeiterjugend, war übrigens Erich Ollenhauer, der nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei Bundestagswahlen 1953 und 1957 blasser und chancenloser Widersacher von Konrad Adenauer war und dann relativ früh, Anfang der 1960er Jahre, starb. Man muss auch wissen, zu dem Umfeld der ganzen Veranstaltung, das Verhältnis zwischen der SPD und den Jugendverbänden war angespannt. Die Partei wollte Disziplin, Unterwerfung, wie das in sozialistischen Parteien nun mal so war und ist und in der Weimarer Republik noch in der SPD. Die Jugendbewegung wollte es freier, sie wollte Bewegung sein, statt Anhängsel der Partei, nicht Weisungsempfänger, sondern Impulsgeber. Nach 1923, das muss man zu dieser sozialistischen Jugend auch wissen, verzeichnete sie allerdings einen erheblichen Mitgliederschwund. Viele Mitglieder waren unglücklich darüber, dass die soziale und wirtschaftliche Lage der Arbeiterjugend sich kaum besserte.
Bemerkenswert erscheint im Rückblick, dass insbesondere die bayerische Landesregierung dem Verband misstrauisch gegenüberstand und bis 1929 und teilweise darüber hinaus, den Aktendeckel haben wir eben gesehen, auch Versammlungen und Publikationen überwachen ließ und sammelte und kritisch beäugte. Ja, schon diese misstrauische Haltung in Bayern erklärt, dass die Einladung von Max Westphal umgehend abgelehnt wurde. Das hatte aber wohl nicht nur mit einer kritischen Sicht auf die politische Linke zu tun und mit der Meinung, ja, das sei ein reines Fest und ansonsten Werbung für eine bestimmte Partei. Da steckte noch was anderes dahinter. Im Juli 1923 hatte es einen Briefwechsel gegeben zwischen dem Bayerischen Staatsministerium des Innern und dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Und da ging es um die Frage, wie ist denn die politische Betätigung von Jugendlichen und Heranwachsenden bis zum Alter von 18 Jahren zu bewerten. Beide Ministerien waren sich zähneknirschend einig, dass so etwas wohl zulässig sei nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen, aber darüber hinaus war man sich auch einig, es sei Unfug, wörtlich, dass Jugendliche schon ab dem 14. Lebensjahr, Zitat, ins politische Leben eingeführt werden, wie dies jetzt leider vielfach geschieht. Und das prägte sich ja mit, die Haltung zu der Frage, ob man denn einen Monat später offiziell an diesem Fest in Nürnberg teilnehmen wolle. Die kritische Haltung der Verwaltung der 1920er Jahre gegenüber politischen Aktivitäten Heranwachsender und junger Erwachsener ist uns heute schlicht unverständlich. Ja? Überlegen wir mal, heute würde jemand sagen, es sei Unfug, dass 14- bis 18-Jährige sich eine politische Meinung bilden und in politischen Jugendorganisationen tätig sind. Sowas begrüßen wir doch heute. Wir begrüßen solches gesellschaftliches und staatsbürgerliches Engagement. Und ich will Sie nur daran erinnern, dass wir im Moment ja darüber diskutieren, ob das Wahlalter nicht auch auf 16 Jahre herabgesetzt werden soll. Anders die Exekutive in der Weimarer Republik. Sie sah das anders und betrieb gegenüber jungen politischen Aktivitäten eine Art von, ich würde es so nennen, Prohibitionspolitik. Politische Betätigung erschien als irrational, gefährlich und gerade wegen ihrer Gefahren allenfalls für Erwachsene geeignet. Das Einüben politischer Meinungs- und Erfahrungsbildung war negativ besetzt. Das parteipolitische Engagement, auch für republikanische Parteien von Heranwachsenden, wurde nicht in die Nähe positiven staatsbürgerlichen Verhaltens gebracht. Und damit klang an, bei den Parteien ist nichts oder wenig von Gemeinwohl zu finden. Pluralismus, Parteienpluralismus, ein Wort, das in den 1920er Jahren importiert aus England, sich in Deutschland breit machte, wurde deshalb vor allem mit Zerrissenheit übersetzt. Meinungsbildung und der Austausch von Meinungen über die demokratischen politischen Lager hinweg galt nicht als konstruktiv, als Kompromisssuche in einer vielfältigen Gesellschaft, sondern als tendenziell spaltend und als, nochmal ein Wort aus der damaligen Zeit, als Gezänk. Staat und Gemeinwohl sollten über den Parteien stehen und da auch bleiben. Und die Jugendlichen sollten von den auch republikanischen Parteien ferngehalten werden. Und wenn die Jugend feiert, dann geht man da nicht hin. Da geht man selbst dann nicht hin, wenn der zweite Mann im Staat, protokollarisch, der Präsident des Reichstags, sich zu einer Rede angekündigt hat. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Der zweite Mann des Reiches kommt zu dieser Feier, redet zur Jugend und die bayerischen Ministerien haben offiziell keine Zeit und in einer Geheimnotiz sagen sie, alles Unfug. Ja? Mich hat die Frage interessiert, was Löbe eigentlich gesagt hat bei dieser Feier in seiner Rede. Es war gar nicht so leicht, eine Quelle aufzufinden. Fündig geworden ist ein Mitarbeiter von mir, und zwar an einer sehr entlegenen Stelle.
Der eifrige Jugendbündler, Mitteilungsblatt der Arbeiterjugendvereine im Unterbezirk Elbdörfer. Elbdörfer, das sind die Stadtteile Hamburgs, die an der Elbe liegen, und die sozialistische Jugend dort gab diese Hefte heraus. Und interessanterweise findet sich in diesem Heft eine Wiedergabe der Rede, in Anführungsstriche gesetzt, sodass wir vielleicht annehmen können, ziemlich wortgetreu, der Rede von Löbe. Und auch in der Diktion hat man den Eindruck, das haben keine Jugendlichen geschrieben oder verändert, sondern das sind Originalworte von Löbe. Und Paul Löbe beklagt zuerst die schwierige Situation der Weimarer Republik, die materielle Not und andere Bedrückungen. Und ganz am Ende findet sich dann ein Absatz, der, wie ich finde, ganz interessant ist. Knopf in der Mitte. Egal. Ganz am Ende, wenn wir Hand in Hand legen, fleißig uns rühren, aber nicht für ein Heer von Kapitalisten, die die Früchte dieser Arbeit im fremden Land in Sicherheit bringen, sondern für uns. Es muss möglich sein, wir können und wollen nicht untergehen, es wird möglich sein, wir können und wollen nicht untergehen, es wird möglich sein, aber, und jetzt kommt die entscheidende Passage, nur bei freier Selbstbestimmung des Volkes auf dem Boden der Republik, deren Jahrestag wir heute begehen. So Paul Löbe, jugendbewegt, antikapitalistisch, mit Selbstbestimmung auf dem Boden der Republik. Das hörten die zahlreichen Teilnehmer in Nürnberg. Bleiben wir ganz kurz und zum Abschluss bei dem Boden der Republik, den Reichstagspräsident Paul Löbe in seiner Rede beschwor. Wie war es denn um diese Fundierung der Republik bestellt, gerade bei den politischen Gruppierungen und Parteien, die wir üblicherweise zu den Verfechtern der Republik oder zumindest zu den Vernunftrepublikanern rechnen. Der wenig gefeierte, niemals unumstrittene, niemals wirklich respektierte Verfassungstag lässt symbolhaft erahnen, dass auch diese Gruppen ihre jeweils eigenen Schwierigkeiten mit der Republik hatten. Und ich habe den Eindruck, dass im Krisenjahr 1923 weniger die Demokratie im Abwehrmodus war, sondern die allgegenwärtigen Vorbehalte gegen die Demokratie verhinderten, fast schon unumkehrbar, ein gesundes Wachstum einer freiheitlichen Ordnung. Wenn man das Bild von Löbe weiterspinnt, der Boden der Republik wurde wenig gepflegt, er war trocken, er war wenig fruchtbar, aber niemand wollte sich so recht auch um diesen Boden kümmern. Die SPD im Kaiserreich als Reichsfeinde, als vaterlandslose Gesellen verschrien, im Kaiserreich außerdem in ideologische Streitigkeiten verstrickt, im Ersten Weltkrieg zerstritten, wegen der Frage, wie halten wir es mit der Kriegführung des Deutschen Reiches. Die Jahre 1918-19 brachten die SPD plötzlich und fast unerwartet in eine staatstragende Position als zentraler Teil der Weimarer Koalition. Sie hatte jetzt eine klare parlamentarisch-republikanische Ausrichtung, ohne die alten Konflikte ganz zu überwinden. In der ganz linken Sozialdemokratie verschwand die Parole: Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel, nicht völlig. Das schwächte die Partei, die dennoch immer wieder verlässlicher Verteidiger der Republik war, bis hin zu den mutigen parlamentarischen Reden gegen das Ermächtigungsgesetz 1933. Das Zentrum, die politische und parlamentarische Vertretung des deutschen Katholizismus und der zweite Pfeiler der demokratischen Koalition und Parteien in Weimar, hatte im protestantisch
preußisch geprägten Kaiserreich ebenfalls, zumindest zeitweise, als Versammlung von Reichsfeinden gegolten. Stichwort Kulturkampf. Dieser Kulturkampf ließ die Vorbehalte der Katholiken in Deutschland gegenüber der deutschen Einigung ansteigen. Der Übergang zur Republik fiel dem Zentrum relativ leicht. Leichter übrigens als der SPD. Und das hatte einen einfachen Grund. Die Weimarer Reichsverfassung verwirklichte mit mehreren Federstrichen grundlegende religionspolitische Forderungen des deutschen Katholizismus aus dem 19. Jahrhundert. Bewegungsfreiheit, volle Bewegungsfreiheit für die Kirche und ihre Organisation. Und das gefiel dem Zentrum und erleichterte ihr ganz klar den Übergang in die Republik. Dennoch gab es Vorbehalte. Schon in der Nationalversammlung hatte der Vorsitzende der Zentrumsfraktion gesagt, ich zitiere, meine politischen Freunde und ich stellen uns nach allem, was geschehen ist, auf den Boden der gegebenen vollendeten Tatsachen. Wir tun das, weil wir in der Demokratischen Republik die einzige Möglichkeit erblicken, aus dem Chaos der Revolution herauszukommen. Ein echtes Ja mit Überzeugung zur Republik war das jedenfalls nicht. Der bürgerlich-liberale Teil der Weimarer Republikaner nahm die alte Spaltung des Kaiserreichs, Fortschrittsliberale und Nationalliberale, mit in die Weimarer Republik, politisch in Gestalt der Deutschen Demokratischen Partei, DDP, die Linksliberalen, und der Deutschen Volkspartei, DVP, der Rechtsliberalen. Die liberalen Parteien bekamen mit Ausnahme der ersten Wahl nie mehr als 10% der Stimmen. Sie waren entschiedene Vertreter und Verteidiger der Republik, aber mit relativ wenig Widerhall. Und außerdem hatten sie ein spezifisches Problem. Sie sahen die Demokratie so ein bisschen als Elitenprojekt an, zur egalitären Massendemokratie moderner Prägung hatten die Liberalen damals in den 20er Jahren praktisch keine Verbindung, und für die integrative Wirkung einer ausgleichenden Sozialpolitik fehlte ihnen fast jedes Verständnis. Also alle drei großen republikanischen Strömungen gingen schon in sich mit Problemen in die Republik. Und jetzt kommt etwas weiteres hinzu. Die drei Gruppen und einige andere mehr litten an einer tief verwurzelten Unfähigkeit, ihre jeweiligen kulturellen und sozialen Milieus, die damals noch von sehr großer Prägekraft waren, gedanklich und praktisch zu verlassen, kommunikative, produktive Begegnungsorte zu schaffen, an denen Konflikte hätten ausgetragen und Konsens hätte gebildet werden können. Genau das wäre aber die Forderung der Zeit gewesen, die unerfüllt blieb. Zwischen den republikanischen Gruppierungen gab es wenig Diskussion, Austausch, Versuch, gemeinsame Positionen zu entwickeln in Konflikt, Konsens und Übereinstimmung. Wir haben daraus gelernt, vor allen Dingen die Bundesrepublik hat daraus gelernt. Die Bundesrepublik in ihren ersten Jahrzehnten war der Konsensstaat par excellence, in dem es gelang, große gesellschaftliche Gruppen in ihren Unterschieden ideologischer Art abzuschleifen und konsensfähig zu machen. Vermutlich eine der größten Leistungen der Bundesrepublik überhaupt. In Weimar gelang das nicht. Wie sollte es auch gelingen? Jetzt will ich ein Wort zur Verteidigung der Republikaner einlegen. Schauen wir ganz kurz ins Kaiserreich zurück. Damals gab es eine deutliche Spaltung zwischen dem Staats- und Regierungsapparat und dem politisch-parlamentarischen Apparat. Es gab ja keine parlamentarisch verantwortliche Regierung. Die Parlamente wurden zwar demokratisch von Männern gewählt, das allgemeine und gleiche Wahlrecht gab es auch im Kaiserreich, aber es gab eine Trennlinie zwischen den Parlamenten und den Regierungen. Man wurde nicht vom Parlamentarier zum Regierungsmitglied. Man konnte als Parlamentarier wettern, Gesetze verabschieden, aber man konnte nicht in der großen Politik mitmachen. Und das war mit einem Schlag 1919 anders.
Jetzt mussten die Leute, die daran nicht gewöhnt waren, unter schwersten Belastungen, der verlorene Weltkrieg, materielle Not, Versailles und was noch alles kommt, versuchen, einen demokratischen Staat aufzubauen. Dass das nicht richtig funktionierte, das ist vielleicht nicht überraschend. Insofern, jetzt komme ich zum Schluss, war die Unfähigkeit, einen republikanischen Feiertag zu finden, festzusetzen und über alle Unterschiede hinweg anzuerkennen und zu feiern, vielleicht mehr als ein Symbol für die Schwäche der Demokratie überhaupt. Von Weimar haben wir gelernt, dass eine Verfassung gelebte Verfassung sein muss. Sie muss anerkannt werden. Sie bedarf der Akzeptanz und des Respekts. Weimar steht exemplarisch für die begrenzte Wirksamkeit von Verfassungen. Keine rechtlich geordnete Gesellschaft kann Bestand haben, wenn ihre Grundlagen nicht gepflegt oder wenn sie sogar bestritten werden. Und Grundlagen pflegen heißt auch Symbole hochhalten. Zur Verfassungsfeier hingehen, selbst wenn nur eine Partei, die man vielleicht nicht mag, dazu einlädt. Da geht man einfach hin. Und wenn die nächste Partei im nächsten Jahr einlädt, dann geht man auch dahin als Ministerpräsident und sagt nicht Arbeitsüberlastung oder was auch immer. Gut, die Unentschlossenheit und fehlende Fähigkeit zum Kompromiss, noch einmal gespiegelt an den gescheiterten Überlegungen zu einem nationalen Gedenktag, das mag abschließend eine Zeitungsnotiz verdeutlichen, die in der Rheinisch-Westfälischen Zeitung 1925 mit der Überschrift der Nationalfeiertag im Rechtsausschuss erschien. Berlin, 9. November, Drahtbericht. Im Rechtsausschuss des Reichstages wurde zum Nationalfeiertag Stellung genommen. Hierzu lag ein demokratischer Antrag vor, den 11. August, den Verfassungstag, als Nationalfeiertag in die Zahl der reichsrechtlich anerkannten Feiertage aufzunehmen. Die Deutschnationalen beantragten den 18. Januar. 18. Januar, der Reichsgründungstag, der Tag der Kaiserproklamation in Versailles, 18. Januar 1871. Tolle Idee. Den Tag der Kaiserproklamation, den Reichsgründungstag als Feiertag der Weimarer Republik, die Sozialdemokraten und Kommunisten den 1. Mai als Nationalfeiertag zu erklären. Die Sozialdemokraten unterstützten im Übrigen, wenn es nicht anders ging, den demokratischen Antrag auf Erklärung des 11. August zum Nationalfeiertag. Ein Antrag des Zentrums verlangte, dass neben der Feier des Verfassungstages auch ein Gedenktag für die Opfer des Krieges gesetzlich festgelegt werden sollte. Nach längerer Aussprache wurde von den Deutschnationalen der Antrag eingebracht, als Nationaltag. Nationaltag, nicht Republiktag oder Verfassungstag, der Deutschen wird zur Erinnerung an die Opfer des Krieges der 6. Sonntag vor Ostern bestimmt. Die reichsrechtlich anerkannten Kirchenfeiertage werden hierdurch nicht berührt. Die Aussprache wurde nach längerer Dauer ohne Abstimmung abgebrochen. Sehr verschieden begonnen. Was für ein Chaos von Anträgen und Ideen. Unterschiedlich geblieben, keine Fähigkeit zum Kompromiss, die Entscheidungsfindung ohne Ergebnis abgebrochen, eine Debatte und ein lakonischer Bericht darüber, emblematisch für Weimar insgesamt. Vielen Dank.